Ich filme es auf Instagram. Das ist so nervig. Ich kann schon einfach aufhören damit. Ich kann später wenn wir richtig spielen. Ja. Was willst du denn? Ja, was für dich? Lass doch was machen, mir einfach geben. Gut gemacht. Ich will nichts machen lassen. Du musst nicht mal trainieren. Lauter. Lauter. Ach so, was können die noch? Kohle. Weiß. Ah, wenn du es so auf die Nasenspitze legst und dann... So. Sitz. Ich glaube, du musst das Maul aber halten. So. Ja. Nein. Nein. Ich muss Hände waschen, aber das Maul ist ein bisschen schlapprig. Oh. Na! Die kämpft gegen dich. Na! Ist okay. Das war nicht richtig, Mann. Ich weiß. Das war ein Kuchen? Jeopardy oder was? Das ist verschiedene Spiele. 4 verschiedene Spiele in einem. Wie heißt das? Party und Co. Nee, das andere. Das Tabu? Activity. Schmeckt dir da rum. Das war das, das wirklich geil. Mach noch ein bisschen Gemüse drauf. Ja, nicht so. Was habt ihr? Gurken, Karotten? Das passt so. Und wie ja, kein Wunder, wenn du Mittag gegessen hast. Ich will. Das ist so hart. Ja, mit Klebe. Die kommen auch hier rein. Das ist unser Spiel. Wir haben gerade unser Besitz. Bilde 2, 3 oder 4 Teams. 2. Wir gegen dich. Heute können wir wechseln. Jedes Team zieht eine willkürliche Erdnusskarte, die sie an den anderen Teams nicht zeigt. Eine Erdnusskarte? Ja, für uns. Das ist die Erdnusskarte. Ja, das müssen wir sammeln. Erdnuss? Ja, die Sachen, die drauf sind, auch so. Die Erdnuss. So, das ist ein Gießdinger, die da drauf sind. Brauchen wir dann beim Spiel. Das müssen wir auffüllen. Wir bekommen. Das Team mit dem jüngsten Spieler fängt an. Wie immer. Alisa also. Soll ich mal lesen? Spiel. Warte, will der Stefan auch zuhören? Wir können es dann dem Stefan erklären, wenn wir es wissen. Spielst du mit? Komm, ob ich noch. Oder willst du später machen? Wie viele Personen darf man? Alle. Alle? Na ja, genau. Wie viel Uhr ist jetzt? Kurz vor 3. Ich mach mal zuerst bei dich. Achso, da muss man... Alles. Ich muss die ganze Zeit da bleiben. Das geht nicht. Wenn du anfängst, dann musst du auch da bleiben. Genau. Weil ich hab noch Brokkoli. Dann bin ich fertig. Kannst du noch hier schneiden? Ja, gut. Guter. Bitte Kompromiss. Das filmt schon. 5 Minuten und 10 Sekunden. 1 Minute, ne? Sanduhr meistens. Benutzt die Sanduhr, wenn die Aufträge in einer bestimmten Zeit erfüllt werden müssen. Benutzt die Partybrille, den orangefarbenen Buntstift und den Zeichenblock bei den Aufträgen mit der Partybrille. Nimm hier eine neue Karte, Geheimhalter. Nimm hier die Erdnuss der Farbe, die du gewonnen hast. Leg die benutzten Karten. Die benutzten Karten können wir einstellen. Willst du nur im bloß die Partyklammer, den schwarzen Bleistift und dann zeichnet man auch jetzt so Klammern. Ja, die Plastik. Die Plastik muss weg. Und dann zeichnet man dann auch. Ja, das ist ja nicht Plastik, aber die Bio, ne? Hoffen wir, dass die Partyklammer. Ah, die Partyklammer ist für den Stift. Ja. Schon leer, das lässt sich da liegen. Was hat sie denn da vorhin gegessen? Ja, nein. Scheiße. Entflohen? Ist sie denn jetzt rausgekommen? Ja, Philipp ist raus, hat die Tür offen gelassen. Uff, Straße. Alles verpackt. Warum ist das verpackt? Hast du bei ihm wirklich das nach? Ich guck mal, bis das sonst so was draufsteht. Ja. Wir können eine Beispielrunde machen. Einmal jede Karte durch und mit offenen. Jetzt braucht man die Brille. Zum Malen. Es sind so Aufträge dabei. Setzt sie auf und dann hast du einen orangenen Stift und musst damit auf weißem Papier malen, aber du siehst ja nicht, was du gemalt hast. Was? Probier mal, ob es geht. Bitte? Das orangene Farbe wirklich wegschluckt. Mal ich? mit dieser roten Brille. Witzig, gell? Warte jetzt mal zum Vergleich. Ich sehe es doch. Aber wenn du viel und groß malst und es auf dem Tisch liegt, dann siehst du es nicht wirklich. Ui! Die Hemden wieder, ja. Zum Beispiel Sum Sum. Das Team wählt einen Spieler aus, der das Lied auf der Karte summen soll. Die anderen Spieler sollen raten, welches Lied es ist. Oh, das ist schwer, weil da kannte ich ganz viele Lieder nicht, als ich das mal gespielt habe. Ich kenne nur den. Andere Hunde angegriffen hat sie. Oh. Schnell, du warst so schnell weg. Alter, mein Herz gerade. Schäm dich. Alles gut? Die rennen auf die Hauptstraße, du meinst, waren andere Hunde. Hat die Uhr gegriffen. Vielleicht. Ich konnte gar nicht mehr gucken. Sind nicht gut mit anderen. Jetzt schämen sie sich ja schon. Ihr Revier. Ach, die nur Rebellen. Das ist ihr Revier, deswegen ist sie rausgestimmt. Oh, war das dein Kopf? Ach Gott, ey. Was? Ich hat andere Hunde angegriffen gerade raus. Ha? Hat da andere Hunde angegriffen draus. Aber und? Halt du, vom Käfig, vom Konrad. Hat die Xes rausgestürmt. Aber nichts passiert. Weiß ich nicht. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab doch nichts. Ne, war nicht, aber war halt ihr Revier. Heaven. Was soll ich da zu suchen, erwischt? Ich wollte mit dir den Müll rausbringen. Ganz schlimm ist es als eh. Wie ist denn, wenn wir anfangen, ich würfel, so funktioniert das. Das Gegnerteam würfelt, was wir machen müssen. Ja. Und ich lese es euch dann vor. Okay. Bist du. Sind die anderen zwei auch bereit? Oder spielen wir zu zweit? Ich spiele zu zweit! Okay, ich spiele alleine mit meinem Heaven. Spielst du mit mir? Wir können eine Beispielrunde machen zu zweit. Ob wir das auch wirklich verstanden haben, ist ja noch erklärt. Ich würfe U. Und das ist Joker. Das heißt, ich darf entscheiden. Joker heißt, entscheide dich für eine Kategorie deiner Wahl. Du bist brav. Ne? Aber du darfst entscheiden, was du machen willst oder warum ich. Das beginnende Team würfelt. Ein Gegenspieler nimmt. Ah, ihr würfelt, aber ich nehme die Karte. So rum war's. Das beginnende Team würfelt. Ein Gegenspieler nimmt eine Karte aus der Kategorie, der gewürfelt anzeigt, und liest sie dem spielenden Team vor. Ach so. Ja. Ihr würfelt, dann würfel du. Weil du machen möchtest? Nein, weil ihr beginnt und ich ziehe aber die Karte und lese sie vor, weil da die Lösung draufsteht. Ah? Ja? Das ist ein Schock. Ah ja. Das ist verrückt. Alle bereit? Ich würfel jetzt. Stern. Dann ziehe ich eine Karte und ihr müsst die Aufgabe machen. Aber ist es Living on a Prayer? Nein. Also, wir sind ein Team mit Stefan und ihr seid ein Team. Pantomime mit Zeit. Oh Gott. Das Team wählt einen Spieler aus, der mit Gesten und Geräuschen den Begriff auf der Karte darstellen soll. Die anderen sollen raten, was das ist. Du oder ich? Geräusche. Oh. Also der andere muss dann erraten. Mit Geräusche und Gesten. Was denkst du, wer es besser darstellen kann? Wer kann es besser erraten? Ja, ich sitze hier ganz gut hinter der Kamera. Das ist ein Film. Ja. Ach, kannst du sagen, um was es geht? Ich darf die Kategorie verraten. Kennen wir beide den Film? Wenn du denkst, nein, dann die nächste. Ja. A Nightmare Before Christmas. Nightmare? Ja. Oh je. Kennst du den Film? Mhm. Ist aus. Jetzt vorher ausgemacht. Einfach. Was ist aus? Display ist aus. Wer? Weiß nicht. Das Team wählt einen Spieler aus, der das Lied auf der Karte summen soll. Die anderen sollen raten, welches Lied und eventuell um welches Sänger es geht. Wer möchte summen? Ihr kennt das Lied beide. Okay. Ich zeig dir das. Jetzt auch eine Zeitbeschränkung. Mit Zeit, ja. 3, 2, go. Vielleicht noch so. Oh, die hat noch so. Nicht der Charakter so an. Noch weiter. Du kannst auch im Tanz die Bewegung dazu machen. Ich wollte auch die Bewegung machen. Ach so. Nee, das war jetzt von mir, ne? Zusatz. So, das geht's eigentlich. Okay, und ihr kriegt jetzt eine Erdnuss in Rot, weil ihr die rote Karte. Und wenn man es fertig hat, dann darf man es hinten herstellen. Okay. Sind wir bereit? Stefan, was machst du? Am Ofen machst du gut. Stefan, komm jetzt! Aber ihr, weil ihr das Lied auch irgendwie im Kopf hattet. Aber Pop. Ja. Gut. Oh, die Bewegung. Das hier nicht nice. Bewegung. Ich hätte das hier, hätte ich erwartet, aber das ist auch gut. Esteban! Ich glaube, ich kann ja nicht mitmachen. Ich weiß ja gar nicht davon. Das wussten wir beide nicht, aber das kennst du. Das sind ja verschiedene. Und wir sagen dann, also wenn man es selber nicht kennt, dann können wir die Karte auch weglassen. So, dass es jedem Spaß macht. Ja. Jetzt wählen wir für euch aus. Ich würfel. Stefan, komm jetzt! Was ist mit dem Kuchen? Ist der schon fertig? Ist fertig, ja. Aber, ja, der Boden ist fertig. Ah, der Boden ist... Ja. Muss man es vorbereiten. Stefan, komm! Nein, wir warten, bis er kommt. Nein, komm! Nein. Ist doch besser, wenn du dabei bist. Oh. Uns eine Kategorie wählen. Dann darf man sicher die Erdnüsse nicht sehen. Weil ich kenne das so, dass alle Erdnusskarten offen liegen und dann dürften wir zum Beispiel eine Kategorie wählen, die ihr gar nicht braucht. Wo habe ich das gelesen? Ganz am Anfang. Aber wir können auch... Nee. Eine willkürliche Erdnusskarte, die sie den anderen Teams nicht zeigt. Aber wir können es auch offenlegen. Nee. Ist egal. Nee. Ja, das machst du. Dann wählen wir was aus, was da nicht dran war. Also wollen wir Quiz oder Psycho wählen? Mal für später. Können wir Psycho? Ja, noch Psycho. Psycho? Bist du? Ja. Hast du extra zum Drehen? Mhm. Was macht man damit? Überraschung! Tausche eine deiner Erdnüsse gegen eine Erdnuss in eine andere Farbe. Ich hab doch noch gar keine. Du kannst die Farbe der Erdnüsse selbst aussuchen. Kannst du es mal hinstellen? Ja, aber das hier kann man nur runter machen. Oder? Das ist zum Einpacken wahrscheinlich. Ich habe noch keine Erdnuss, deswegen nächste. Dann legen wir die weg. Die kann hier rein. Aber. Ist auch weg. Achso. Dann wir nächste. Telepathie. 2 Spieler aus dem gleichen Team werden gewählt. Sie sollen versuchen, die gleiche Antwort zu geben. Sie notieren auf einem Zettel eine Marke. Oh Achtung, Gott. Eigenmarken zählen nicht. Eigenmarken zählen nicht. Irgendeine Marke? Ja. Nein, also wir haben ein Thema. Fand ich übrigens auch. Gibt's zwei. Willst du Thema haben mehr? Ne, also einer kann es aufschreiben und der andere sagt es. Aber der, wo... Dann schreib du. Du schreibst jetzt auf diesen Stift, Zettel, eine Supermarktmarke, wo du denkst, dass die Alisa auch die Supermarktmarke als erstes im Kopf hat. Irgendein Supermarkt? Ja. Ja. Okay. Heißt, wenn du jetzt aufschreibst eine Supermarktmarke und die Alisa genau das danach sagt, bekommt ihr den Punkt. Ja. Oh Gott. Soll ich dann die Marke von der Supermarkt? Aufschreiben, ja. Aufschreiben. Wo du denkst, was Alisa das gleiche sagt. Oh Gott. Das ist cool. Ja, das ist cool. Oh je. Ich nehme gerade das erste, was mir eingefallen ist. Gut. Ja, ich auch. Soll ich sagen? 3, 2, ja. Aldi. Ah! Nein! Nein, Edeka habe ich es geschrieben. Nein, nicht. Eine Erdnuss. Verliert ihr dann eine Erdnuss? Nee. Okay, ihr bekommt aber keine. Nee, einfach keine. Cool. Willst du würfeln? Zu uns? Ja. Alisa, Quiz und Co. Oder willst du lesen? Diese Karte bekommen wir. Diese Karte? Da haben wir alles durch, außer Kunst. Okay. Alles, soll ich alles, was erst was lesen? Oben steht die Beschreibung, also, und unten steht das Wort, was wir was stimmt? Ja. Welche der folgende Harry Potter Titel ist nicht korrekt? Mhm. Also, A. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. B. Harry Potter und der Orden von Azkaban. C. Harry Potter und der Halbblutprinz. Korrekte. Ah, das hast du nicht vorlesen. Korrekte Antwort. Das hast du vorlesen. Aber, ach so. Nee, das ist nicht. Okay. Weißt du das? Ja, B. Das ist eine Mischung aus Azkaban und Phönix. Stimmt. Ah, die Zeit wäre noch. Aber das war in der... War eine Zeit. Dann, jetzt darfst du das letzte lesen. Also korrekte Harry Potter Titels sind Harry Potter und der Orden des Phönix. Ja. Und Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja. Und wo ist das der richtige? Seid ihr richtig, ne? Ja, wir haben gesagt, B. Super. Kriegen wir Atmos oder was? Ja, genau. Gut. Okay, Tante, du darfst würfeln. Cool. Haben Sie gehen ab. So. 1, 2. Mhm. Show. Oh, Show. So. Ja, Pantomime. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Pantomime. Das Team wählt einen Spieler aus, der mit Gesten und Geräuschen den Begriff auf der Karte darstellen soll. Wer will du oder ich? Die anderen sollen raten, was das ist. Oh Gott. Wer will machen, wer will raten? Nenn die Kategorie, wenn ihr mögt. Ja. Jawohl. Willst du anfangen? Hä? Willst du probieren anfangen? Die Kategorie ist eine Handlung. Ja, so ist das. Ja, Tante kann das. Was heißt Handlung? Eine Tat. Ja. Was machen. Irgendwann, ja, zack, dann ich rate. Ist es mit Zeit? Mit Zeit, da steht nichts. Okay, nee. Dann nicht. Ah, doch, da oben. Mit Zeit. Ah, stimmt. Bild. Ja. Eine Zeituhr. Gibt's auch 2? Nee. Okay. Aber die andere Tante kann es erst da anschauen und sich Zeit nehmen und überlegen, wie sie es machen will. Ist. Also du musst... Kennt die Tante das? Ja. Das ganz hier unten, die 3... Das musst du machen. Und Alisa muss genau die Wörter sagen. Was? Oh mein Gott. Auf die Plätze. Fertig. Los. Pass auf. Du kannst nicht beten. Beten. Ich weiß nicht. Also, die Wörter sagen. Du kannst aber aufstehen. Oh mein Gott. Auf die Plätze. Fertig. Beten. Los. Nein. Beten. Ich weiß nicht. Also. Fast. Das sind 3 Wörter? Ja, 3 Wörter ist das. Also. So, kann ich damit stimmen? Nee, du kannst Geräusche machen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, fertig. Fertig, Schluss. Der fliegende Vogel. Das soll das sein. ein Ei legen. Oh. Ich kann ein Ei legen. Das ist aber gut. Ja. Ja, so wie Kakao. Oh nein. Das ist doch schwer. Das ist aber gut. So schön. Ja. Ja. Ah ne, ihr würfelt und ich. Ne, wir sagen. Psycho. Psycho. Hand oder? Ich. Überraschung. Lege die Erdnusskarte in den Stapel zurück und nimm eine neue. Oh, wussten sie ja doch. Okay, wir machen am Anfang. Überraschung. Gut. Ja, passt. Okay, ihr würfelt. Nochmal. Das war's schon. Ja, das war's. Das war ganz einfach. Brauchst man nicht machen, oder was war das? Nee, das war eine Überraschung. Wir haben eine Erdnuss... Ah ne, wir haben eine neue Karte bekommen, ohne was zu tun. Mm, nochmal eine Überraschung. Schön. Tausche eine deiner Erdnüsse. Immer noch keine. Warum habe ich so viel Überraschung? Das liegt ja bei uns. Auch mal gut. Bitte zeichnen. Ach du. Weil du... Ja. Nee, ist es nicht mein Alter. Kenn ich das? Was ist das? Kennt ihr Tante das? Kennt ihr bestimmt, aber das ist schwierig. Normal, ja. Pantomime. Und soll ich dann... Das musste man dann machen. Dann machen wir ein neues. Ich will wissen, was es war. Jason von Freitag der 13. Malen. Ganz schnell, ne? Nee. Ja, Horror. Die Maske. Das ist Überraschung. Lege die Erdnusskarte in den Stapel zurück und nimm eine neue. Okay, dann haben wir beide Überraschungen. Habt ihr noch? Ja. Warum hab ich denn so viel Überraschung, du? Weiß nicht, die Karten sind vielleicht so geordnet. Durchmischt. Nee, ich glaube nicht. Nochmal hier. Okay. Was brauchen wir? Jobke. Ihr dürft wünschen, gell? Chris und Co. Nochmal. Tante liest. Was? Chris und Co. Für die neue Aufgabe. Ja, du ziehst die Karte und liest. Ich habe nur eines gesehen. Nehmt die Kategorie, wenn ihr möchtet. Möchtet ihr die Kategorie? Ja. Ja, bitte. Dann darfst du es dir sagen. Muss ich zeigen oder was? Beruf. Okay. Und wer zeichnet von euch? Philly. Dann darf der Philly die Karte sehen. Warum habe ich die überhaupt? Weil das so funktioniert, dass dieses Gegenspiel immer die Aufgabe stellt für das Team. Muss ich wieder aufsetzen oder was? Was ist da das Sinn? Dass wir auch was zu tun haben. Es gibt das ist eine Zeichenaufgabe, wo ihr die Brille aufsetzen muss. Nur mit dem orangenen Stift zeichnen oder mit dem ganz normalen? Da steht nichts. Dann ganz normal. Ach so. Oder ist alles Zeichnen vielleicht mit dem? Nee, was machst du hier? Nee, ich glaube, das steht immer extra dabei, wenn man die Partybrille benutzen soll. Gibt es eine Zeitbegrenzung? Ja. Ja. Wie viel? 1 Uhr oder 2? Ja, das ist eine andere Kategorie. Das wird 1 Uhr. Eine Sanduhr. Und okay. Jetzt? Dann schon zeige. Gleich was. Und dann komm ich? Hier. Oh, alles klar. Jetzt los, go! Ja. Ich brauche Tee. Rund, Sonne. Sonne. Horoskopschauer, nein. Astronaut. Jawohl. Das ist ein Astro. Ah. Sonne, Mond. Voll gut. Okay. Rundes Gesicht. Danke. Das ist ein schlechtes Gesicht. Traurig. Für die Pussy von 88. Für die Pussy, ja. Wird die Hauptrolle gespielt von Ödi Pussy. Ja. Das ist ein James Bond-Film. Das ist eine romantische Komödie. Nee, dann nicht. Ja, wenn man den nicht kennt, was soll man dann machen? Geboren. Ich will es selber nicht. Wisst ihr alle. Vico von Bülow. Ja, natürlich. Ich dachte, das ist ein Spiel für Junge. Hm. Ich dachte, das Spiel, was Spaß macht. Okay, gut. Ja, das könnt ihr wissen. Das könnt ihr wissen. Die Zeit. Weißt du's? Mit welchem Smartphone konnte die Nachrichten auf WhatsApp zuerst gelesen werden? Was? Smartphone? iPhone. Jawohl. Oh! Ich dachte irgendwie, die Marke reicht. Ja? Ja. iPhone. Was? iPhone 1. Danach wurde die App auch für verschiedene andere Smartphone-Marken eingeführt. Das war das erste Smartphone, damit soll nur eingeführt sein. Wusstest du, dass es das erste Smartphone war? Nein. Doch, es war das erste Smartphone. Wusste ich. Das ist von 7. Alles andere vor 11 Jahren oder so. 12 Jahren. Das ist voll verrückt. So. Deswegen ist das so gut. Sind wir heute, ja. Habt ihr euch genommen? Ah, ja. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Mhm. Psycho. Voll. Ja. Was ist das? Da stand man ohne der Hasche. Mhm. Das ist Psycho. Oh, Telepathie. Oh. Zwei Spieler aus dem gleichen Team werden gewählt. Sie sollen versuchen, die gleiche Antwort zu geben. Sie notieren auf einem Zettel eine Marke. Schon wieder? Achtung, Eigenmarken zählen nicht. Was ist eine Eigenmarke zum Beispiel? Ist das? Das Marke für was? Was heißt Marke? Ja. Logo oder Firma oder was? Edeka, Aldi, sowas. Ja. Aber Achtung, hast du? Ist mal kein Supermarkt. Nee. Aus, also eine Schuhmarke. Kenn mich nicht aus. Damaris! Die beiden müssen es machen. Philipp schreibt eine auf und Lorraine sagt, und wenn es die gleiche ist, dann gib mir. Einfach die bekannteste nehmen. Okay. Adidas. Oh. Da wären's das andere. Nike, oder? Das war mein erster Gedanke, Adidas, war mein erster Gedanke. Ja, ich will dann auch immer das erste. Okay, das erste, aller gut. Ja. Du musst das erste machen. Du willst vorher Aldi. Schade, ey. Dann hat gesagt Edeka. Das war Supermarktmarke. Das war mein erster Gedanke, Adidas. Ja! Okay, spielst du noch mit? Ja. Dann nee, die Film. Oh, Psycho. Psycho. Ich hab's letztes Mal vorgelesen. Für mich oder für uns drei? Für uns drei, ja. Überraschung, Telepathie. Wenn du die richtige Antwort gibst, gewinnst du eine Erdnuss. Ist die Antwort nicht richtig, dann verlierst du eine Erdnuss in einer Farbe deiner Wahl. Zwei Spieler aus dem gleichen Team werden gewählt. Sie sollten versuchen, die gleiche Antwort zu geben. Sie notieren auf einem Zettel eine Marke. Achtung! Eigenmarken zählen nicht. Ja, der Unterschied hier ist, dass ihr auch eine Erdnuss verlieren könnt, wenn es nicht klappt. Das ist die Überraschung. Und ihr dürft aber nur zwei von einem Team raussuchen, also nicht alle drei. Ihr beide. Immer schreiben. Okay. Ja, oder weil ihr näher verwandt seid. Kategorie, was ist das? Kategorie ist Rasiermesser. Das ist ja einfach. Das ist einfach, komm. Ohne Zeitangabe. Rasiermesser. Dann, okay. Ich habe einen im Kopf, du schreibst auf. Ja, ich schreibe auf. Oh, ich hoffe, es ist... Schau ihn an, schau an seine Gedanken. Die offensichtlichste. Psst, nicht reden. Ich hab's aufgeschrieben. Ja. Und dann das Wort. So, fertig. Gillette? Ja. Oh! Ja, das ist nice. Eva. Dann gibt es Philips, dann gibt es voll viel. Wilson ist auch an Gillette gedacht. Aber Gillette ist ja... Gut. Gut. Super. Okay, ihr würfelt. Nummer zeichnen. Darf ich? Ja, mach du. Ich muss zeichnen. Nein, du musst mir vorlesen, dass ich zeichne. Das Grüne. Ah. Das stimmt. Ja, das Grüne. Das hast du genommen. Ich hab falsch. Das Spiel heißt Party & Co. Oder was heißt das? Eine Zeituhr ist da drauf. Okay. Bitte zeichnen. Das Zeichenbar. Wenn du die richtige Antwort gibst, gewinnst du eine Erdnuss. Ist die Antwort nicht richtig, dann verlierst du eine Erdnuss deiner Wahl. Buchstaben und Zahlen sind nicht erlaubt. Die anderen müssen raten, was er zeichnet. Kategorie, Sprichwort oder Redewendung. Oha. Das ist das machbar? Ja, das ist... Okay. Ist das ein Thriller oder normal? Normal, wenn das so was Schwieriges schon ist. Ja, das ist doch... Buchstäblich. Oh, was ein Sprichwort. Mhm. Ah, okay. Also darfst du auch sehen, oder? Ja, darfst du auch sehen. Schnelle Dinge fliegen nicht. Ein Sprichwort ist es. Also eine Redewendung. Schmetterling im Bauch. Ah! Ja! Ja, das hast gesagt. Du wirst schon zählen lassen. Ach, richtig, ja. Schmetterling im Bauch. Schmetterling im Bauch. Ah. Cool. Jetzt, ja, jetzt. Ihr kriegt eine Erdmaus. Die Hemme schläft hinter dir. Sehr bildlich. Ach so. Wenn man die richtige, kriegt man die gleiche Farbe von Erdnuss. Ah, jetzt. Genau. Ich darf gerade auswählen. Oh, wir dürfen aussuchen. Ah, für uns. Jetzt dürfen sie aussuchen, welche sie wollen. Für uns. Ja. Mal Quiz. Quiz? Oh, was ist das Rote? Show. Das ist so das. Pantomime war es bis jetzt. Je, Quiz. Oder? Gibt auch. Oder Summen. Oder Beschreiben ist bestimmt auch. Ne, Show ist was. Quiz ist gut. Braucht ihr blau, ne? Ja. zusammen. Was ist das? Richtig oder falsch? Ach, das fehlt Ärzte empfehlen das Lied Staying Alive von den Bee Gees zu summen, wenn man einen Menschen wiederbelebt. Ja. Ja. Einstimmig. Ja. Das ist das Einzige, was man lernt im Kurs. Ach so, das. Richtig. Die Anzahl der Beats in diesem Song entspricht. Was, wenn ich Nein sage, du ja? Muss euch einigen. Dann fragen wir die Tasche. Der Brustkorb des Patienten bei einer Druckmassage pro Minute zu kräftig zusammengetragen. Cool. Ob du vier? Ja, auch grün brauchen wir noch. Oh nein, ihr dürft raussuchen, was wir bekommen. Was? Ich habe negativ gewürfelt, also dürft ihr raussuchen. Ich möchte gerne Pantomime sehen. Okay. Rot brauchen. Ich mach's. Okay. Summ, summ, summ. Das Team wählt einen Spieler aus, der das Lied auf der Karte summen soll. Die anderen sollen raten, um welches Lied es geht. Oh. Kenn ich das Lied? Wenn nicht, dann... Ja, also es ist, ja. Wer möchte summen? Ich summ. Klappt das? Ach du Scheiße. Ja, okay. Mit Zeit. Ja, das bin ich nicht mehr. Und los. Star Wars. Ich dachte, glaube ich, du musst über Augen zu machen. Ja, das kannst du sehen. Was ist das? Rot? Rot. Hast du auch deine Augen zu? Ich hab auch meine Augen zu. Ja. Wenn ich dich irgendwie ein bisschen lache, also muss ich konzentrieren. Schön. Ja. Wir sind dran. Willst du würfeln, Tante? 28 Minuten. Das war mein erster Gedanke. Ach, das ist doch ein bisschen das. Okay, ich kenn's. Was ist das? Oh. Ui, was ist das? Zeichner. Oh, Zeichner. Bist du? Wer zeichnet? Oh Gott. Wer ist besser am Zeichnen und raten? Ja. Alisa ist besser. Ich rate. Schwierig zu zeichnen und zu raten. Schwierig zu zeichnen ist schwierig zu raten. Nicht schwierig zu zeichnen. Es geht. Eigentlich beides. Erraten ist schwieriger. Erraten ist schwieriger. Wir leben eine Erdnuss, wenn wir falsch sind. Nein. Wo weißt du? Achso, wir sind zwei. Seid ihr bereit? Hallo. Hast du nicht gespürt? Doch, hast du gespürt. Okay, was stimmt? Schön. Welche beiden Länder teilen sich die längste Grenze der Welt? A. China und Russland. B. Chile und Brasilien. C. Die Vereinigten Staaten und Kanada. Die Grenze zwischen den Vereinigten... Hätte ich aber auch gesagt. Also es ist ja der ganze Kontinent drüber. Ich habe gerade Antwort hier vorgelesen. Hier unten ist immer die Antwort. Die darfst du erst... Achso, darf nicht? Nein. Noch nicht. China hätte ich gesagt. Ja, aber als das letzte gekommen ist, habe ich auch Amerika und Kanada. Das ist ja wohl ganz von... Wir machen nochmal. Nochmal eine. Dass ich unten die Antwort lese. Ach so. Müssen wir erraten. Oh, okay. Überraschung. Was? Hab ich wieder Überraschung, du. Was ist die Überraschung? Richtig oder falsch? Wenn du die richtige Antwort gibst, gewinnst du eine Erdnuss. Ist die Antwort nicht richtig, dann verlierst du eine Erdnuss in einer Farbe deiner Wahl. Ludwig von Beethoven war niemals verheiratet und hat auch keinen Nachwuchs. Lüge, 2 Frauen. Ja, der hat echt viele Kinder gehabt, oder? Das wusste ich jetzt nicht. Habe ich erst im Studium gehabt. Also sagst du was? Falsch. Jetzt darfst du weiterlesen. Ah nee, warte, er hat keine, dann ist es falsch. Soll ich dann die Antwort lesen? Okay. Er hat recht viele Körbe bekommen. Allerdings war er Vormund des Sohnes seines verstorbenen Bruders. Beethoven. Und Ehefrau? Nee, das war's. Kein... Das war trotzdem die richtige Antwort. Was hast du geantwortet? Falsch. Hat er jetzt doch. Er hatte keine Kinder. Ah, nee, richtig. Ludwig van Beethoven war niemals verheiratet und hatte auch keinen Nachwuchs. Richtig. Ach so. Hallo. Er hat recht viele Körbe bekommen. Allerdings war er Vormund des Sohnes seines verstorbenen Bruders. Also das war richtig, was du geantwortet hast. Nee. Lorraine hat gesagt, das ist falsch. Das können wir nicht aussuchen von uns. Oder wie? Ach so. Aber vielleicht meinst du, ich glaube, ich spreche von Mozart. Der hat so viele Kinder. Nein, ich spreche von Beethoven. Ja. Habe ich dir erzählt, dass wir... Lorraine, Karten lügen nicht. Ihr müsst eine Erdnuss abgeben. Ja, wir müssen eine Erdnuss abgeben. Die rote? Was? Weil von denen brauchen wir 3 und von denen nur eine. Die können wir schnell wieder. Jetzt sind wir dran wieder. Ja. Bekommt ihr die oder geht ihr nicht? Da sind wir wieder auf dem gleichen Stand fast. Oh, wie das stöhnt. Siehst du? Summ, summ, summ. Mit Zeit wieder. Das Team will ein Spieler aus, das ist auf der Karte Summe zu ändern. Wer haben wir die Summe? Was heißt Summe? Kennst du das, gell? Mhm, ja. Ach so. Ob die das kennt. Ich kann gar kein... Wir können machen, die Tante muss es summen und wenn sie es nicht kennt, dann kann sie eine neue Karte nehmen. Kennst du das Lied? Kannst du Summe? Und... Kennst du das? Okay. Das ist es. The radio, stereo, the way you're moving. Hazel Sister. Ja. Von Train. Ja. Guck mal, war, den ich nicht. Beruf. Was? Das war so witzig gerade. Pantomime. Soll ich diesmal? Ja. Machen wir mal da. Okay. Das ist zwei Fragen, oder wie? Nee, eine Pantomime, so wie also du das Ich muss jetzt was machen ohne Wörter, mit Geräuschen und Gesten und du musst es erraten, was ich mache. Oh mein Gott. Ah! Okay, Kategorie Beruf. Oh nee. Ich weiß es schon. Oh, oh Gott, kennst du den Beruf? Ich bin leicht nicht. Madonna! Oh Gott. Sag ein paar Berufe. Was fällt dir ein für einen Beruf? Ach so, von Beruf. Ja. Ah, Striptease. Ja. Oh, aber gerade so. Super. Stripper. Striptease. Das ist meiner oder deiner? Nein. Voll gut. Voll schön. Wo ist denn deiner? Mein Tee? Das ist deiner, der hat nur getrunken. Willst du auch eine Tasse? Ja. Da war schon was drin. Hä? Da war schon was drin. Ja. Und was liegt dazu? Du passt ganz Pony. Ja, voll. Die Tante war zu sehr mit deiner Performance. Da gibt's doch mehr. Ist doch gemein. Also die... Madonna. Madonna, weil die Madonna macht auch sowas. Ja. Nimmt man den Deckel weg, wenn man einschenkt, oder macht man das so? Also wenig raus. Mach mal so, weil sonst läuft alles raus. Ja. So, danke dir. Alles raus. Wie ist dein Kuchen? Fertig. Ah, hier ist eine Öffnung. Ja, die Öffnung, ja. Die Füllung vorbereitet. Der ist schief. Die Öffnung ist schief dran. Na, sitze mal da, Stefan. Ja, aber hinter der Kamera am besten. Dann kann die Tante hierher kommen und du sagst... Genau. Ja. Nee, weil ich muss dann die... Ja, auch gute Ausrede von dir, ne? Ja, kannst du mitnehmen hier. Ja, kannst du mitnehmen. Sehr gut. Hey, die Kamera mit dir. Oh, zeichnen. Zeichnen. Ihr. Ihr zieht, wir zeichnen. Aber dann ist... Oh nee, jetzt ist die Kamera hier hinstellen. Ich habe die Kamera dran noch. Und der Stefan nicht raus. Stefan, wer ist dran? Nur meine Wünsche werden erachtet hier. Jede, von jedem einer. Sante kann weiter schneiden und Stefan... Hallo Mund. Okay. Weil das ist ja die... Wo sind wir? Ich will nur malen und beschreiben. Das hast du gelesen schon. Das steht nochmal extra drauf. Das ist das Erste, was man sagt. Schau. Aber das ist also, da, die zwei Wörter muss man sagen. Ja, ja. Zwei Wörter. Mit Zeit, ja. Habe ich gerade gesagt. Ein Wort. Stopp, stopp, stopp. Wir müssen jetzt erst entscheiden, wer zeichnet. Du? Anscheinend ist es nächstes Mal. Okay, danke schön. Du bringst das fertig? Oh, hier ist es. Reicht eine Seite. Also Kategorie ist Handlung. Genau, also ein Tonwort. Aus zwei Wörtern. Ja. Wenn zwei Wörter reden, schon langsam. Mit Zeit. Ja. Das dritte und fünfte Wort ist eigentlich der Kern. Weißt du, was ich meine? Los. Kennst du sogar? Ja. Sagt, was seht ihr? Ja, man beschadet beide. Schlafen. Träumen. Mhm. Träumen, ja. Schlecht träumen. Der Träumen, der Sonne, der Sonnentraum. Aber wenn ich das Wort krieg... Am Strand. Das ist schon Träumen am Strand. Fertig. Hm, schwierig. Wie mache ich? Probiert weiter. Und probiert weiter. Ja. So, was ist das? Hast keine Zeichen. 20 von. Machen Mond und streichen. Ja, Glück. Genau. Tagträumen. Ja. Ja. Aber nicht ganz. Doch, in den Tag träumen, doch, oder? In den Tag hineinträumen, aber das ist Tagtraum. Das ist in den Tag hineinträumen. Aber dann Tagtraum. Tagtraum zählt. Aber zu spät. Ja. Aber voll gut geraten. Voll gut geraten. Sind wir wieder dran, oder? Ja. Ich glaube. Also, Fragezeichen. Wer will uns vorlesen? Stefan. Stefan will. Mami macht. Du hast ja, ich hab's ja vorhin. Richtig oder falsch, eine Sanduhr. Ist das beantwortbar? Warte mal, ich muss das selber reden. Ich hab gedacht, das ist nur ein... Puh, ich glaube, ich würde es nicht wissen. Weißt du, wie es ist? Wenn wir das alle fünf nicht wissen, dann machen wir es weg. Dann machen wir 50-50. Okay. Ist das schwierig? Soll ich trotzdem sagen? Ja. Wenn man von einer Mücke gestochen wird, kann man sich sicher sein, dass es sich um ein Weibchen handelt. Richtig oder falsch? Die männlichen, die stechen nicht. Richtig, stimmt. Doch. Das habe ich nie gehört. Doch, doch, ich habe es schon gehört. Weil Sandflies in Australien ist korrekt. Nur die Frauen. Nur die Frauen stechst du? Nur die Frau steht, ja. Ja? Männlich, ne? Genauso, nur die Frau. Eiweiße aus dem Blut für die Entwicklung ihrer Eier. Männchen naschen lieber vom Blumennektar. Richtig. Bekommen wir das? Ja. Was war das? Blau. Warum ist das blau hier? Weil hier sind die blauen Chips. Getauscht. Sind das wir? Nein. Ja, ich dachte schon, unsere Stimmen anders. Wir sind dran. Was heißt, wir sind dran? Die sind dran. Mit. Achso. Vor, wir sind dran. Aha. Ihr dürft aussuchen. Ja. Wollen wir blau, weil die es bestimmt nicht brauchen? Oder grün, weil sie es noch nicht haben, freundlich sind? Ja, das Wissen kann blau nicht brauchen. Mhm. Weil ihr schon so viel davon habt. Nur zwei. Brauchen wir auch. Das war man. Blau. Okay. Aber den Quiz haben wir so schon so oft gemacht. Was weiß ich nicht so oft gemacht haben. Show oder Mann, würde ich? Show und Co. Mach die Tante Show. Wer bin ich? Das ist gut. Ja? Ist gut, oder? Kann die Tante. Ja. Das Team wählt einen Spieler aus, der die Person gerade rotieren soll. Die anderen sollen raten, wer es ist. Der Spieler darf die Sprechweise nachahmen und Ausdrücke benutzen, aber keine Person oder Orte nennen. Also du darfst singen und schauspielern. Sag einfach, ich bin. Und das ist bestimmt charakteristisch für die Person. Zeit, oder? Also zum Beispiel auch ein Lied singen. Moment! Unten steht's doch. Kennst du? Das kennt die. Ach so. Okay, los. Los. Was soll ich machen? Die Person darstellen. Du darfst singen, tanzen. Singen! Ja los, die Zeit läuft doch schon. Singen ein Lied. Shakira! Shakira! Ja! Mach immer ein Lied. Ich ein Lied singen. Whatever, whatever. Oh ja, whatever. Genau. Oder Pac-Man war das gewesen. Shakira. Oh Mann. Okay. Gut. Schau und Co. Aha. Mami, lies vor. Oh Gott. Ist schwierig oder ist es witzig? Das Team wählt eines. Sum Sum Sum. Was heißt der Sum Sum Sum? Das Team wählt einen Spieler aus, der das Lied auf die Karte summen soll. Die anderen sollen raten, welches Lied und eventuell welches Sänger es geht. Okay, und dann nicht vorlesen, sondern für die zeigen, was unten steht. Was? Philly zeigen, was er machen soll. Kennst du das Lied? Ach du Scheiße. Kennst du nicht? Ich kenn's nicht. Mach noch erinnern. Aber dann, wenn er es nicht... Nee, zu spät, ja. Das ist schon. Genau, das geht ja nicht. Nächste Karte. Versuch mal. Aber ja, nächste Karte. Ich, du von Zero. Kenn ich auch nicht. Hey, du. Ich kenne nur die alten Lieder. Was erzählen von mir? Nee. Das habe ich noch nie gemacht. No. Nein, man kennt es nicht. Brauchst du weiter. Und wo kann man? Da oben. Da hoch. So. Gut. Klaus, oder? Wer bin ich? Das Team wählt einen Spieler aus, der die Person auf der Karte parodieren soll. Die anderen sollen raten, wer es ist. Der Spieler darf die Sprechweise nachahmen und Ausdrücke benutzen, aber keine Personen oder Orte nennen. Okay. Wer darf? Kennen wir es? Ja. Okay. Willst du es durch? Ich kann. Du. Gib mir Zeit. Ja. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Hä? Allgemeinwissen, das mir fehlt. Stefan, guck mal. Kennst du der? Ja, natürlich. Ist der nett? Ich kenne ihn nicht. Oh, Leute. Wer war das? Nochmal nach. Sag doch mal. Ich kann den nachmachen. Ich kenne den nicht gut genug, um zu wissen, wie das ist. Ich habe den Namen noch nicht gehört. Ich würde was mit... Fußball, weiß, ja. Aber das ist viel zu breit. Ja. Kannst ja jeden erraten. Der Moderator. Maradona. Okay, den weg. Wer war das? Fußballtrainer. Klinsmann. Ja, man kennt den. Ja, wie schön. Von wem? Überraschung. Tausche eine deiner Erdnüsse gegen eine Erdnuss in einer anderen Farbe. Du kannst die Farbe der Erdnuss selbst aussuchen. Was? Was muss man da machen? Nix. Wollen wir das da tauschen gegen Gelb? Ja. Jürgen Klinsmann war der Nationaltrainer. Ja, Deutschland. Das ist sehr lange. Ich bin jung. Ich kenne Jogi Löw. Der war Trainer bei den Bayern und Spiele bei den Bayern. Stimmt. Okay, jetzt sind wir dran. Wer würfelt? Wo ist der Würfel? Stefan. Da liegt Stefan. Oh. Was soll der? Was ist das? Können auswählen was. Joker. Der weiße Joker ist was wünschen und der schwarze Joker ist die anderen würden sich was aussuchen. Grün. Gut, einfach zeigen. Ja. Oh. Das ist gut. Jetzt mit Klammer. Das Team wählt einen Spieler, der zeichnen soll. Die anderen raten. Der Zeichner zeichnet mit dem schwarzen Bleistift in der Partyklammer. Oh. Bitte, was? Ach so, damit es kompliziert ist. Deswegen ist das Ding da. Ach so. Nenn die Kategorie, wenn ihr mögt. Darf ich nicht so. Ach komm, ja. Wo liegt die Kategorie? Lisa? Nein, du musst das hinten an der Klammer halten. Wo steht es? Ja. Da! Es steht nicht, wie ich halten soll. Achso, ja. Ja, ich mach's halt so. In der Partyklammer. Die Kategorie ist ein Tier. Oh, ein Tier. Einfach 4. Komm. Okay. Ja, hast du das gesehen schon? Noch nicht. Oh. Ready, go. Hund, Katze im Haus. Ja. Elefant. Biene. Fliege. Ja. Ja. Oh. Richtige Antwort war's. Kunst. Ja. Körpern zwei Fliegen. Zwei Flügel. So. Oh, ich bin auswählen. Was wollt ihr? Gelb. Ja. Mach gelb. Für die Tante. So, wir haben Poto. Sind die vegan? Ja, vegan, ja. Sind wieder alles vegan. Eine Partie, zwei Spieler, gleiche Team gewählt. Ich schreibe. Sie sollen versuchen, eine jeweils andere Antwort zu geben. Mm. Oh. Sie notieren auf einem Zettel eine Marke. Na, was soll man noch schreiben? Kategorie gibt es nicht, oder? Gibt es eine Kategorie? Ich verstehe das gar nicht. Das, was unten steht, ist quasi die Aufgabenstellung. Ach so. Okay. Ah, oh Mann. Kategorie Internet-Suchmaschine. Es wird zwei unterschiedliche Antworten geben. Keine Zeitvorgabe. Das ist einfach. Ja. Das ist einfach. Willst du beide andere nehmen? Ja. Ja. Einer nimmt es offensichtlich und der andere nicht. Aber man weiß nicht, wer es nimmt. Google. Alter, hast du ihn geschrieben? Nee, also entweder hätte ich Bing oder Ecosia geschrieben. Ungefähr. Die hat noch gar nicht geschrieben. Ach so. Aber wir haben gerade einen Schluss gemacht, das ist nicht Google. Ja, klar. Das ist von der Mitte angefangen zu schreiben. Ich habe nicht angefangen, ich habe gefragt, kennt ihr Ecosia oder soll ich Bing schreiben? Ich kenne gar nichts von beide. Cool. Ich wusste, dass die Lorraine Ecosia nimmt. Das hat sie nicht mehr so gesagt. Lass mal das gelten. War ich gerade ein bisschen zu schnell. Ist okay. Na gut, was kriegt ihr? Geld. Ja. Tante darf würfeln. Hm? Tante darf würfeln. Echt? Was ist da passiert? Habt ihr auch 8 Erdnüsse, die ihr braucht? 2, 4, 6, 8, ja. 7. Wir brauchen nur noch eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1. Ui! Was ist das? Fragezeichen. Achso, das ist auch. Blau? Nee, ich sag nichts. Das habe ich schon verraten. Wenn ihr es nicht mehr braucht. Nee, das wollte ich nicht sagen. Weil man darf 4 Stück von einer Farbe gegen eins von einer anderen Farbe eintauschen. Okay. Was macht man dann? Richtig normal. Dann kann ich mal aussuchen. Ja. Bin ich schon gewonnen? Richtig guter Fall. Der spanische Spitzenfußballer Andres Iniesta besitzt ein eigenes Weingut. Fußball. Richtig guter Fall. Ich hab den noch nie gehört. Fußball. Das ist jetzt 50-50. Wollen wir das machen oder sollen wir es wegmachen? Was, wer? Nächstes. Iniesta. Andres Iniesta besitzt ein eigenes Weingut. Weingut, was ist das? Wo er Wein anbaut. Ja. Ich hab gesagt, ja. Ja, der ist reich genug. Ja, ja passt. Okay, ja. Ah, cool. 2010 kaufte er das Weingut. Warum soll die Frage sonst drinstehen? Einer der Weine, die seine Familie herstellt, heißt verrücktes Herz. Ob ich ein Weingut besitze. Auch offensichtlich. Ich hätte auch gerne ein Weingut. Okay. Und mit der Brille muss noch was kommen. Was gibt's denn noch? Was mit der Brille nur zeichnen oder was? Ja, aber mit dem Buntstift. Oh, das auswählen. Wollen wir dann zeichnen? Ja. Zeichnen. Wir machen das nächste, wenn es nicht mit der Brille ist. Co. Nee. Okay. Soll ich es raussuchen? Das nächste, das kommen würde mit Brille. Oder wollt ihr das mit der Brille machen, wir Sophia? Okay. Wie sieht denn das aus? Was denn? 2 Partybrille müsste draufstehen. Ah, ich hab schon. Wieso hast du das ausgesucht jetzt? Ja. Mit orangenen Stift raus. Muss man nicht immer die oberste nehmen. Doch. Das ist einfach so gemacht. Alter! Wählt einen Spieler aus eurem Team, der sich die Partybrille aufsetzt und mit dem orangenen Buntstift zeichnet. Was auf dieser Karte steht. Die anderen im Team müssen raten, was sie zeichnen. Alter, das ist gar nichts mehr. Kategorie ist Gegenstand. Ach du Scheiße. Siehst du noch mit der roten Brille? Siehst du das schwarz-dicke? Ja. Das musst du zeichnen. Die Farbe. Und los. Darf ich auch raten? Nein. Ich hab's eigentlich auch nicht gesehen. Kreis, Umlang, Nudelholz, Pilz, Bett, Pistole. Ja! Was? Ja. Ja. Nicht schlecht. Alter, geil, das ist voll cool. Was ist das für einer? Was für einer? Pistole. Das ist echt cool, ey. Alter, das sieht man gar nichts. Alter, krass, ey. Boah. Okay. Yay, was bekommen wir? Grün. Hm. Ah, jetzt habe ich mir das aufgelegt. Alter. Okay. Wer da voll Würfel? Alice. So. Cool. Wer zeichnet? Die Tante. Partybrille. Partybrille. Tante! Was wenn denn? Wenn die's zeichnen. Oh je! Ja. Das war schnell! Kann die das? Ja. Kann man das zeichnen? Muss ich Brille aufsetzen? Brille aufsetzen. Ui! Ich kann nicht sehen. Ja, und? Ich sehe doch so nix. Außer die Brille kann ich aufsetzen. Am besten den Stift nicht absetzen. Einfach durchziehen. Was soll das zeichnen? Den Stift nehmen, den orangenen Stift nehmen. Ich nehme die Kamera. Zwei Brillen. Cool. Ich sehe nichts. Okay, hier ist das Tier, das schwarze Dicke, was du malst. Okay, Tier. Siehst du, Stefan? Los, es ist ein Tier. Fisch. Hör, ich schreib nicht. Doch. Der schreit. Schneller. Moment. Käfer. Orangener Wurm. Die Tante bekommt Schmerzen. Maus. Vogel. Ratte. Fisch. Fisch. Wal. Delfin. Ja. Delfin. Wal. Ich sehe überhaupt gar nichts. Das ist doch extra die Gaudi. Super. Super. Ich sehe gar nichts, das ist Wal. Okay. Voll gut. Voll gut. Weil die große Fisch, weißt du? Ja, genau, großer Fisch. Okay, ihr seid dran. Hast du das? Das sieht man nicht. Deswegen extra. Meine Güte. Wir dürfen für die was aussuchen. Was wollen wir, was die machen? Vielleicht brauchen die noch rot. Muss gucken, was die haben, brauchen müssen. Aber wir haben alles und wir brauchen alles. Bis dann, oder? Wieder zeichnen. Zeichnen? Wir haben jetzt zweimal Zeichnen gemacht. Seid ihr sicher? Ja. Okay. Ja, Quiz. Oh, super. Du hast mir noch nicht gezeigt. Mach mal grün. Du gewinnst eine blaue Erdnuss. Fertig. No, nee. Gewonnen. Sorry. Das war mein Throw. Ja. Das habe ich extra gemacht. Danke, ganz genau. Hätten die da auch eine Erdnuss gewonnen? Und? Nein. Gewonnen. Hab ja gewonnen. Ja. Oh je. Was war das, Stefan? Das gute Spiel, ey. Ah, die Karte ist eine Cheat-Karte. No, das war's. Kurze Pause. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich zieh meine Unterwäsche hier aus. Dein ist warm oder wie? Ja. Skiunterwäsche. Ich habe extra Skiunterwäsche an, weil es mir immer so kalt ist. Ja, weil es so kalt ist. Ja. Das kann ich jetzt ausziehen. Na ja, komm. Später, wenn wir richtig spielen, wieder. Komm. Und dann kann man das anfangen. Nehmen wir so ein Drittel. Ja. Pass auf! Hey. Das könnte was sein. Aber 70 €. Das ist okay. Mach mal die Kassette rein. Meinst du kannst mir das Rezept aufschreiben? Das sind die Foto, das sind dann die fertige, wo ich beim Laden kaufen kann. Aber sind die fertig oder selber gemacht? Nee, fertige Teig. Ah. Weil ich habe mal versucht vorher. Normales Mehl und so, weißt du? Weil mir manchmal klappt nicht. Die sind so arg wasserig, kleberig. Und dann wo kaufst du den Teig? Schattenladen. Mama weiß das Bescheid. Da gibt es überall Schatzladen, wo halt philippinische Sachen, weil sie sind aus Philippinen, ne? Ich schieb wieder. Hä? Ich schieb wieder. Ja. Was wollt ihr? Sollen wir noch weiter spielen? Oder wollt ihr doch konzentrieren? Recherchieren. Ja. Hör mal auf. Das ist eine Action-Cam, nicht eine Hauscam. Meine Fresse Gericht. Verkauf doch noch einen, komm, wir kaufen es jetzt. Dann probierst du es. Was wollt ihr da kaufen? Gibst mir das Geld und dann probierst du es. Das kommt ja nicht sofort. Ist ja nicht hier, wenn ich jetzt so. Ich hab da ab 30. Okay, dann nö. Also von 3 Jahren eine Kamera. Und so entscheiden die das einfach. Das ist der Foto. Der einzige, wo ich gebacken habe. Ja. Dieser Videorekorder, den ich hier habe, hat Audio-Play, das heißt Kassette 3 läuft. Wenn aber nicht so ist, müssen die einen Schritt mehr machen, nämlich Play drücken. Ach, das ist da angeschlossen. Das geht nicht. Der erste Kerzen, der zweite. Dritte. Was ist das für Film? Caroline, New York. Ach so, der ist ableiten, ne? Von vielen Millionen. Der hat bloß nur Drogen. Er ist drogensüchtig. Ich hört den Film jetzt an. Was, wenn man einen Rekorder hätte, dann würde es gehen? Ja, einfach Rekorder anschließen. Ne? Und dann Kabel TV. Nee! Ja, einfach an USB anschließen und dann die Software laden. Wie kann der Mampot nicht? Wie kann, ha? Wie kann du? Mal gucken, Leute. Oh, Spoiler. Hat es gegessen? Ja. Spoiler. Was passiert, glaube ich. Ja, Ali, ich habe hier schon mal. Das sind 3 verschiedene Möglichkeiten. Ja, das anzuschauen. Der Korder ist kaputt. Ja, wir können uns einfach einen neuen Korder kaufen, weil Kassetten haben wir uns nicht. Was habt ihr noch von der Kurs? Nicht. Raus! Geh noch von der Größe. Fühlst du dich da nicht wichtig? Ich bin jetzt einfach übertrieben. Ja, wenn es ihr erfüllt, wenn es Spaß macht. Hat die Tante gefragt, ob sie euch filmen darf? Nein. Spaß macht es, ins Internet zu stellen. Muss doch okay damit sein. Hast du eure Videos gesehen? Wir haben uns gefreut über euch. Sind das alles 3 Dinge, die man extra kaufen müsste? Ja. Und es lohnt sich, wenn wir genug davon haben. Ja, mitten. Ich möchte nicht mehr. Aber das ist das Einzige. Herr Ben, hä? Ist du auch müde? Da steht, dass es mit der ganz normalen VC-Gesellschaft geht. Das ist VC. Das ist eine HI8. Da steht HI8 kann man play with a HI8 Deck oder play with a VCR oder play with a HI8. Ich habe es so verstanden, dass die Mama den Videorekorder noch ausgeliehen hat und dann den Camcorder ausgeliehen hat und wir nur das haben oder noch eine andere. Aber hauptsächlich die Tante damit Videos gemacht und ich will gar nicht so viel. Ich mache Weg, hör doch mal auf. Und dann hat die Mama den eigenen. Philipp! Das kann auch sein. Aber ich finde nicht. Ja. In Berlin finde ich sicher jemanden. Ich kann nur große VHS-Kassetten digitalisieren. VHS, die großen, die da. Möchte das? Video High S. Stefan. Dann zeig uns mal die Schatzkammer, bitte. Das war Schatzkammer. Wo die anderen VHS-Sachen sind. Da oben ist ein riesen Haufen. Willst du nicht zeigen? Oben ist nicht aufgeräumt. Schrecklich.